Es ist amtlich. Die USA sind nicht mehr Mitglied des Pariser Klimaabkommens. Der Austritt ist seit Mitternacht offiziell vollzogen. 4 Jahre, nachdem die historische Vereinbarung zur Begrenzung des Klimawandels in Kraft getreten ist. Und 1 Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung. Der Austritt der USA reiße eine Lücke in die Bilanz und die globalen Anstrengungen zur Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, so Patricia Espinosa, die Leiterin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen in Bonn. Trotz der Anstrengungen Donald Trumps, die Wirtschaft neu anzukurbeln, wurden in den vergangenen 4 Jahren mehr Kohlekraftwerke geschlossen als während der 2. Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Die Produktion und der Verbrauch erneuerbarer Energien haben 2019 einen neuen Rekordwert erreicht. Trumps Herausforderer Joe Biden hatte angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten und die USA bis 2050 klimaneutral zu machen.